Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Let's Play City Skylines und ja, es geht weiter mit Folge Nummer 2. Nochmal die Erinnerung an euch oder für euch, wenn ihr am Gewinnspiel noch teilnehmen wollt, könnt ihr das sehr gerne machen. Einfach bei dem Link Gewinnspiel klicken in der Videobeschreibung und dann kommt ihr zu Part 1 und dort einfach einen Daumen hoch und einen Kommentar hinterlassen. Und unter jedem Kommentar, also jeder Kommentar ist eine Auslosung mit dabei. So, wir wollen unsere Stadt natürlich in dieser Folge so ein kleines bisschen vergrößern. Ich werde hier mal die Straße nochmal ein bisschen weiterziehen. Einmal hier so rechts. Und dann vielleicht hier. Wir wollen ja hier links und rechts die Bauplätze auch optimieren. Ah! Herzlichen Glückwunsch! Meilenstein Nummer 1. Haha! So, was haben wir denn? Ja, das ist natürlich hier Profi-Gaming, was wir hier betreiben. Nein, also es fehlt natürlich noch einiges. Also wir haben jetzt Steuern, Darlehen sind die neuen Sachen, die wir jetzt haben. Das heißt, wir können Steuern endlich erheben. Endlich macht das Leben einen Sinn. Was sollten wir tun ohne Steuern? Darlehen aufnehmen ist auch immer gern gesehen. Ja, neue Dienstleistungen. Was heißt neue Dienstleistungen? Das sind eher neue Sachen, um die wir uns dann zwingend kümmern müssen. Das ist einmal Müll. Der Müll landet auf einer Mülldeponie. Gesundheitswesen, also Arztpraxis und Bildung, Grundschule. Das sind also drei neue Gebäude, die wir dann bauen können. So, ich guck gerade mal, Errungenschaften. Ist das... Ah ja, das dürften die Errungenschaften sein. Ich weiß nicht, ob das auch parallel ist mit Steam, den Errungenschaften. Ich weiß es jetzt wirklich nicht, aber... Naja, wir sind auf dem Weg zu Meilenstein Nummer 2, 500 von 1000. Und mit 1000, da bekommen wir ein neues Gebiet. Juhu! 2,2x2 Kilometer, sehr schön. Also, dann wird das scheinbar doch noch hier ein bisschen größer. Ich weiß nicht, ob das nur das Gebiet hier außerhalb der Stadt, also das große Gebiet ist, oder ob das dieses vielleicht vergrößert wird, ich weiß es nicht. Dann können wir Stadtviertel einrichten, Richtlinien, zweites Darlehen, Industrie, Spezialisierung, Dienstleistungs, Richtlinien, Feuerwehr, Polizei, einzigartige Gebäude, Landwirtschaft, Forschungsstopp und so weiter und so fort. Haben wir noch nicht, wollen wir uns später drum kümmern. So. Und hier haben wir dann erstmal, ja, das ist so ein kleines bisschen verschachtelt, aber ich versuche natürlich hier auch irgendwie so ein bisschen den Platz zu nutzen, den wir hier haben. Ich würde mal sagen, wir machen da auch wieder so ein bisschen Industriegebiet draus. Also zack, 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 zack. So. Da können wir es eigentlich auch direkt bis hier vorne machen. So. So, so, so. Und dann machen wir hier vielleicht dann nochmal so, dass wir so ein bisschen fließende Übergänge haben. So, und dann hier ein bisschen blau. Und dann haben wir von allem etwas. Gut. Ja, was bei Skylines, bei Cities XXL leider, ja, blöd war am Ende, dass wir leider Verkehrsprobleme hatten. Die Verkehrsprobleme, die gibt es ja bei allen Spielen. Die gibt es hier und da und überall. Ja, anhalten müssen wir es nicht. Ich lasse es mal laufen. Danke für den Hinweis, liebes Spiel. Ja, Autobahn haben wir noch nicht. Zum Glück. Bevölkerung von 2600, das dauert noch ein bisschen. Einbahnstraßen, sechsspurige Straßen, Geschwindigkeit 60 und die wir jetzt hier überall haben, hat 40. Und die Autobahnen haben 100. Ja, also man sollte natürlich schon möglichst früh zusehen, dass man hier den Verkehr so ein bisschen geregelt bekommt. Ja, ich würde fast sagen, das dachte ich mir schon fast, dass wir hier leider schon, dass wir wahrscheinlich schon zu spät sind. Aber wie gesagt, das ist auch nur eine kleine Stadt. Ne? Wenn wir ehrlich sind, dann haben wir hier schon ein Viertel verbaut und haben eigentlich noch gar nichts gemacht, so richtig. Von daher passt das schon. So, ja, ja, das war eine dezente Erinnerung betreffend bezüglich des Mülls. Machen wir mal so, eine kleine Einbahnstraße hier, mehr oder weniger so eine, in so eine verkehrsberuhigte Zone. Zack.
wir wollen ja auch ein bisschen den Platz nutzen, beziehungsweise wir müssen den Platz natürlich auch ein bisschen nutzen. Wir haben nicht viel. Ich hoffe mal, dass es noch nicht viel ist, dass da noch einiges dazukommt. Aber so haben wir den Platz schon mal optimal genutzt. Ja, dann haben wir natürlich Mülldeponie, wurde uns direkt als Hinweis gegeben. Ich würde mal sagen, wir machen hier mal ganz kurz diese Straße, die läuft hier so spitz schön hier hin. Dann machen wir so. Und dann werde ich hier nämlich einmal rundum dann so eine Schnellstraße bauen. Können wir theoretisch von hier dann auch. Einmal so. Und dann theoretisch dann auch ab hier dann auch eine Schnellstraße einmal so schön rum. Ja, doof natürlich, dass der Wind hier jetzt von dem Windkraftwerk da nur in der Mitte ist, aber gut. Wie gesagt, das ist alles jetzt erstmal nur eine kleine Probestadt, wo wir uns erstmal so ein bisschen austoben, das Spiel ein bisschen kennenlernen. Ihr genauso wie ich, wahrscheinlich kennt ihr das Spiel sogar schon ein bisschen besser oder habt da Vorgänger gespielt, falls es welche gibt. Naja, aber noch bin ich ja vor euch dran, weil Release ist ja erst am 10. Das ist ja erst in... Jetzt muss ich hochrechnen, weil aktuell ist noch der 5. Ich tue jetzt mal so, als wenn der 6. wäre. Also in 4 Tagen ist ja erst Release am 10. So. 672 Einwohner. Also bevor wir hier auf die Tausendergrenze zugehen, wollen wir uns einmal drum kümmern, dass wir hier Abfallwirtschaft machen. So. Und da würde ich natürlich schon ganz gerne das ein bisschen dahin machen, wo sowieso schmutzig ist. Ich würde sagen, wir machen gleich 2. Ob es was nützt, weiß ich jetzt nicht. Aber so haben wir es dann auf jeden Fall. Mülldeponie, Auslastung 0%. Naja, wird ja gerade erst gebaut. So, dann haben wir dazu bekommen Gesundheitswesen. Arztpraxis. Oh, und der Strom macht scheinbar wieder Probleme. Was ist mit der Arztpraxis? Ach, wir haben nicht genug Geld, ne? 10.000 reicht nicht. Okay, jetzt gucke ich gerade mal. Oh, scheiße. Ja, Strom, also Müll wird ja bedient. Stromprobleme gibt es, leider. Ich weiß gar nicht, können wir die Sachen upgraden? Gebäude verschieben, Budgetfenster aufrufen. Wenn wir das ein bisschen höher machen. Reicht es dann vielleicht? Und Steuern, oh ja, Steuern. Steuern, 15, 16, 17. Jetzt müssen wir natürlich zusehen, dass wir hier ein bisschen Geld reinbekommen in den Laden. So, jetzt gucke ich gerade mal, wie sieht's aus. Das scheint gut zu sein. So, hier hat jemand sogar gleich 2 Probleme. Lärmbelästigung. Kann ja nur von dem Ding hier ausgehen, aber das sind jetzt minimale Probleme. Ich guck gerade mal. Gebäude in gering besiedelten, mehrere Probleme. Was haben wir denn? Lärmbelästigung. Was? Bürger fühlen sich aufgrund von Lärmbelästigung in... Lärmbelastung in ihrem Viertel nicht allzu gut. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Gesundheitswesen greift. Hä? Was hat das eine denn eigentlich mit dem anderen zu tun? Naja, das werden die wahrscheinlich alleine wissen. So. Ja, damit hier die Leute nicht immer hier über diese Hauptschlagadern müssen, werde ich hier aber auch noch einmal die Straße... machen wir halt ruhig, dann hat das eine Haus mal weg. So. Und dann vielleicht... hier auch nochmal irgendwie, bevor das zugebaut wird, nochmal eine zentrale Straße. So, Entschuldigung, Leute, aber ihr habt jetzt eine Straße noch zusätzlich neben euren Häusern. So, dann werden wir hier mal Gesundheitswesen gucken. Ah, genau, wir haben ja kein Geld. Sprich, wir müssen ein Darlehen aufnehmen. 20.000 nehmen wir. So, damit wir hier natürlich vernünftig weiterbauen können. Und dann haben wir nämlich auch hier jetzt eine Arztpraxis, die wir bauen können. Die kommt hier richtig schön bürgerlich ins Wohngebiet mit rein. Das freut die Leute. Und wenn es die Leute freut, dann freut es mich natürlich. So, dann brauchen wir eine Grundschule. Da haben wir auch noch Geld genug
Verschmutzung 0, Lärmbelastung 0. Also bei einer Grundschule würde ich... naja, Verschmutzung vielleicht nicht, aber Lärmbelastung ist ja so eigentlich schon da. So, ich bin am Überlegen. So, und wieder viele, die sich freuen. Also nicht nur die hier, wahrscheinlich alles komplett. Ich sehe jetzt hier keinen Radius, aber ich denke mal, das ist schon gut angekommen. So, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ja, das war Mülldeponie, die wir hatten. Budgetfenster, Gebäude leeren. Gebäude leeren. Gebäude leert sich. Ich weiß aber nicht. Normalbetrieb, Entleerung. Ich weiß leider nicht, was es damit noch genau auf sich hat, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. So, was haben wir hier denn für ein schönes Symbol? Ach, Steuern sind das wahrscheinlich, ne? Steuern zu hoch. Ey, Leute, ich habe überhaupt nichts... Also, ich habe schon ein bisschen was gemacht, aber... Na gut, dann lassen wir es mal. Und als Dank machen wir die Steuern niedriger, als es vorher auch war. So, da dürfte doch jetzt aber eigentlich keiner mehr was dagegen haben. So, jetzt fehlt auf einmal wieder Strom. Gibt es denn hier eigentlich so ein schönes Infofenster? Aha, verfügbarer Strom. Ja, ist leider ein bisschen wenig. Für Kohlekraftwerk, da hätten wir dann natürlich erstmal keine Sorgen mehr. 40 Megawatt zu den 18, die wir jetzt haben, da hätten wir dann erstmal Ruhe. Aber 19.000 sind leider ein paar Tausender zu viel. Fortschrittliche Windturbine. Also ich würde sagen, eine Windturbine können wir gerne noch bauen. Aber danach sollte es dann auch reichen. So, jetzt geht's, ist es auf jeden Fall wieder im grünen Bereich. Das ist ja schon mal ganz nett. Ah, und ich glaube, die Steuern, also... Man muss ja alles mitnehmen, ne? Ich meine, wir sind ja jetzt nicht so reich, als dass wir es uns erlauben können, hier alles liegen zu lassen, was wir irgendwie, was es gibt. So, was haben wir hier eigentlich noch? Müllverbrennungsanlage. Oha, mit Strom versorgen. Aha, 17 oder 12. Kann man leider nicht genau lesen, was da unten steht. Ist ja auch nicht schlecht. Ach, Mensch. Ja, passt doch eigentlich, ne? So, hier oben haben wir so Infoansichten. Da werden wir auch mal so ein bisschen mit rumgucken. Also, was haben wir? Strom. Sieht aus, als wäre alles angeschlossen, genau, inaktiv getrennt. Aber wie gesagt, wir sind hier an der Grenze, ne? Also da müssen wir wirklich dann in Zukunft Geld für investieren. Müllverbrennungsstatus, Mülldeponieauslastung, also da brauchen wir jetzt derzeit nichts machen. Zufriedenheit, 46% Industrie. Ja, Bürogebiet. Bürogebiete habe ich jetzt noch gar nicht gefunden. Da muss ich mal eben gerade gucken. Aha, ab 7500. Da haben wir natürlich dann noch, ja, müssen wir ein bisschen warten. Und, ach, guck an, der nächste Meilenstein ist erreicht. Neues Gebiet, Stadtviertel, Richtlinien, das hatten wir ja schon vorgelesen in dieser Folge. Polizeiwache, Feuerwache. Einzigartige Gebäude. Stadt hat minus 1 Geld. Mhm. Füllen Sie 3 Instanzen von Friedhof. Okay. Wie auch immer. Errungenschaften, alles schön und gut. Okay, Gebietsabgrenzung. Die Gebiete legen fest, welche Gebäudetypen in den Bereichen neben den Straßen spawnen. Das hatten wir ja schon mal, ne? Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie was Neues, Tolles. Richtlinien haben wir. Strom sparen ist wichtig und der beste Weg dazu ist... Gebäuden Stromzähler zu installieren. Verringert Stromverbrauch um 10%. Unterhalt 5 Cent pro Gebäude. Ja, dann haben wir, müssen wir weniger nachkaufen. Wasserverbrauch. Halbieren Sie durch die Installation von Wasserzählern in Gebäude die Duschzeiten Ihrer Bürger und zeigen Sie ihnen. Ist ja auch cool, ne? Ich weiß nur nicht, ob die das so geil finden werden. Rauchmeldeverteilung. Feuergefahr, ja. Wasser, ich weiß nicht. Ich lasse es erstmal so.
Ich weiß gar nicht, ob unser Wasserwerk noch sehr lange halten wird. Ich schau mal gerade. Ja, dicke, ne? Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Ja. Also, wir haben jetzt in dieser Folge haben wir jetzt erst einmal so die wichtigsten Sachen fertig. Wir haben hier auch ein schönes Krankenhaus. Naja, eine Klinik. Und ja, ich würde sagen, in diesem Sinne machen wir dann in der nächsten Folge mal weiter. Da werden wir dann Polizei, Feuerwehr, werden wir uns drum kümmern. Und ja, derzeit haben wir einen Plus von 307 Cent, Simoleons, Euro, wie auch immer. Sucht euch was aus. Und das sieht doch erstmal ganz nett aus. Es wird auf jeden Fall ja, in der nächsten Folge hier weitergehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Und wenn es euch gefallen hat, Leute, gerne einen Daumen hoch. Das würde mir wirklich sehr weiterhelfen. Ich sag danke, danke und bis zur nächsten Folge. Und dann machen wir hier in Springfield weiter. Bis dann.